Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die zum ersten Mal hier sind, hi, ich bin Becky und auf diesem Kanal dreht es sich rund um das Thema Studium und Studentenleben. Wir sprechen heute über die Apps, die ich benutze, um organisiert zu bleiben und steigen einfach direkt in das Thema ein. Die allererste App, die ich ziemlich oft verwende, ist tatsächlich die ganz normale Reminders oder Erinnerungen-App von Apple. Ich habe hier meine Einkaufslisten drauf und meine Einkaufslisten sortiere ich immer nach den unterschiedlichen Geschäften. Das heißt, ich habe Einkaufslisten für Supermarkt, ich habe Einkaufslisten für DM bzw. Drogeriebedarf oder IKEA, damit, wenn ich das nächste Mal bei IKEA bin, ich auch dran denke, die Sachen zu holen und so weiter. Und habe das alles ein bisschen sortiert, damit ich eigentlich immer genau weiß, was ich brauche und nicht alles auf einer Liste irgendwie vergammelt. Was ich hier auch drin habe, was super hilfreich ist, sind die Geschenke. Das heißt, sobald ich eine Idee bekomme, was ich irgendwem schenken kann, schreibe ich es in dieser Liste auf, damit ich niemals einfach keine Idee habe für ein Geschenk. Und das fand ich super hilfreich. Ich benutze die Erinnerungen-App aber nicht nur für irgendwelche Listen von Büchern, die ich gerne lesen würde, sondern ich benutze auch Siri ganz oft, um mich an Sachen zu erinnern. Ich bin nämlich ein ziemlich vergesslicher Mensch und das ist, glaube ich, der einzige Grund, weshalb ich so gut organisiert bin. Das heißt, ich erinnere Siri daran, dass ich die Wäsche rausholen muss oder dass ich irgendwen anrufen muss. Und wenn ich zum Beispiel jemanden sage, ich melde mich im April bei dir, damit wir einen Kaffee trinken gehen, dann sage ich Siri, dass sie mich am so und so vielen April daran erinnern soll, dass ich einen Kaffee trinken möchte und so weiter. Und so denke ich dann auch langfristig an irgendwelche Sachen und vergesse hoffentlich nichts. Das kann zum Beispiel auch super hilfreich sein, wenn man zum Beispiel einen Handyvertrag kündigen möchte rechtzeitig oder generell irgendwelche Verträge kündigen möchte, weil das ist echt so eine richtig fiese Falle. Die zweite App, die ich oft verwende, ist Todoist. Und Todoist ist eine To-Do-Listen-App, ehemals Wunderlist, jetzt Todoist. Und ich benutze Todoist nicht durchgängig, das heißt eigentlich nicht immer. Normalerweise habe ich meine To-Do-List in meinem Kalender. Aber wenn eine Zeit ist, wo ich gerade wirklich super viel zu erledigen habe, dann steige ich auf Todoist um. Was ich hier nämlich toll finde, ist, dass man nach unterschiedlichen Bereichen des Lebens einteilen kann. Und so habe ich zum Beispiel Projekte YouTube, Uni, Privat, Springer, wo ich Videos mache und Gesellschaft der Freunde, was ein Engagement von mir ist. Und dann kann ich meine To-Dos nach diesen Sachen dann sozusagen einteilen. Und wenn es irgendwas Bestimmtes gibt, dann ja, kann ich es einfach nachgucken. Und das finde ich super hilfreich, vor allem wenn man unterschiedliche Projekte hat, diese Sachen einfach zu sortieren. Aber wie gesagt, ich benutze es nicht durchgängig. Dann benutze ich noch die ganz normale Kalender-App. Und ich glaube, also ich benutze es auf allen Plattformen. Wenn ihr kein Apple-Gerät habt, kann ich den Google-Kalender empfehlen. Der funktioniert nämlich ähnlich wie der Apple-Kalender. Und was ich hier super hilfreich finde, ist, dass ich einfach noch mein Leben quasi hier auch aufgeteilt habe auf die unterschiedlichen Bereiche. Das heißt, ich habe private Bereiche, YouTube, Social Media, Sport, Formel B, wo ich mal gearbeitet habe, Uni, TEDx und Gesellschaft der Freunde und dann einen Kalender mit meinem Freund und mir zusammen, also Sachen, die wir gemeinsam machen. Und wenn ich diesen Kalender benutze, dann zum einen trage ich alle meine Termine ein, egal was für Termine es sind, ich trage sie alle hier ein und ich sortiere sie dann quasi dem Kalender zu, dem es entsprechend ist und sehe dann auch immer direkt auf einen Blick, ob tatsächlich meine Woche ausgeglichen ist oder nicht, was ich ziemlich hilfreich finde. Was ich aber auch mache, ist Time-Batching. Das heißt, wenn ich eine Zeit habe, wo ich super, super viel zu tun habe, dann setze ich mich hin und überlege, an welchen Tagen ich wann mich um was kümmere. Das heißt, montags mache ich dies, dienstags kümmere ich mich um meine YouTube-Videos, mittwochs kümmere ich mich um Uni-Sachen, donnerstags kümmere ich mich auch um Uni-Sachen und so weiter. Und dann trage ich in meinen Kalender ein, dass ich an dem Tag zu diesen Uhrzeiten das und das mache und dann schaue ich bei Todoist, was die To-Dos sind, die in dieser Zeit dann erledigt werden müssen. Und so teile ich dann meine Zeit ein und kann dann auch mehrere Projekte gleichzeitig irgendwie juggeln und ja, so mache ich das im Prinzip. Also Time-Batching ist wirklich gut. Ein Pro-Tipp für Beziehungen, wenn ihr beide super viel zu tun habt, dann kann ich es nur empfehlen, die Kalender zu teilen. Das heißt, mein Freund hat auf alle Kalender Zugriff, die hier drin sind tatsächlich. Der kann immer sehen, wann ich was mache und es ist super hilfreich, wenn zum Beispiel Freunde fragen, ob wir Lust haben, mit denen zu kochen, dann kann ich in meinen Kalender schauen, ich weiß genau, wann er irgendwas hat, er weiß, wann ich was habe und dann können wir einfach was eintragen und es sozusagen ausmachen. Sehr hilfreich. Eine weitere App, die ich gerne benutze, ist Money Control und ich versuche jetzt ein bisschen mehr auf mein Geld zu achten sozusagen und ein bisschen mehr Budget aufzustellen. Ich habe ja YouTube quasi als mein Nebenjob, aber das ist ein extrem fluktuierendes Einkommen und damit ich nicht alles ausgebe, wenn ich viel verdiene beziehungsweise gar nichts beiseite legen kann, wenn ich wenig verdiene, versuche ich einfach ein bisschen auf mein Geld zu achten und trage hier dann ja meine ganzen Expenses ein und sehe dann ungefähr, was ich für was ausgebe. Ich habe auch eine Extension gekauft in der App, die ist grundsätzlich kostenlos, aber ich habe die Extension gekauft, dass es mir PDFs erstellt, damit ich am Ende des Monats schauen kann,
wie viel ich in welchen Bereichen ausgegeben habe und kann dann relativ gut nachvollziehen, so, okay, diesen Monat habe ich wirklich sehr viel für Essen ausgegeben und so weiter. Eine App, die wirklich ganz, ganz toll ist, ist Notion. Ich benutze Notion tatsächlich nicht so oft am Handy, aber super viel am Computer. Das ist nämlich eine Desktop-App, eine App, die am iPad, an Apple-Geräten, aber auch an Android-Geräten funktioniert, also grundsätzlich überall funktioniert und auch grundsätzlich kostenlos ist. Und mit Notion organisiere ich im Prinzip meinen kompletten YouTube-Kanal. Das heißt, ich habe hier immer meine Videos drin, ich weiß immer, wann ich welche Videos hochlade und wann ich was mache, schreibe da meine Skripte, meine ganzen Gespräche, Beratungsgespräche mit sonst irgendwem da drin, Interviews habe ich da drin und manchmal mache ich auch private Sachen in Notion. Ich habe auch schon mal ein Video zu Notion gemacht, weil es relativ kompliziert ist, also es ist eine steile Lernkurve, aber wenn man es verstanden hat, ist es einfach ein absoluter Segen. Notion ist so, so, so gut und wirklich eine der besten Produktivitäts- und Organisations-Apps, die ich jemals gesehen habe. Wirklich. Was ich zurzeit privat darin organisiere, ist zum Beispiel eine Einweihungsfeier, wenn mein Freund und ich umgezogen sind. Das organisiere ich da drin, um zum Beispiel Überblick über Schlafplätze zu haben. Ich habe auch meinen Urlaub da drin organisiert und solche Dinge, also solche kleinen Sachen, die ein bisschen größeren organisatorischen Aufwand haben, die organisiere ich auch in Notion. Dann gibt es noch eine App, die ich nicht so oft an meinem Handy verwende, dafür aber sehr viel an meinem Mac, und das ist Airmail. Das ist also eine E-Mail-App, und was ich an der ganz toll finde, ist, dass man so richtig schön farbkoordiniert die unterschiedlichen Kategorien seines Lebens einteilen kann, damit man wiederum seine E-Mails zuteilen kann. Ich finde es super, super hilfreich, insbesondere wenn man super viele Mails bekommt und dann so viele unterschiedliche Lebensbereiche hat wie ich. Da gibt es bestimmt auch einige unter euch, und ich finde es total klasse, dass das alles so farblich angepasst ist und koordiniert und so weiter, und man kann dann seine E-Mails einfach wunderbar zuordnen und das Thema ist sozusagen gegessen. Das sind so ein bisschen meine Produktivitäts-Apps oder Organisations-Apps. Es würde mich interessieren, was ihr so alles benutzt. Benutzt ihr welche von denen, die ich benutze, oder habt ihr ganz andere Sachen? Würde mich interessieren. Lasst es in den Kommentaren und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann.